So. Der Kaffee schmeckt auf jeden Fall gut hier. Also, jetzt sind wir live drauf. 11.33 Uhr, gleich zumindest. Mit den Sekunden arbeiten wir noch dran. Ja, herzlich willkommen. Wir stehen hier auf einem Food Market. Und ich finde, das ist eine tolle Entwicklung hier auch in Deutschland. Überall in Deutschland findet man sie, die Food Trucks. Zeigen wir hier mal, gleich werden wir ein bisschen mehr noch erklären. Einmal den Blick hier rüber. Alle aufgestellt in einer Reihe mit sehr kreativen Angeboten. Ziemlich gemütlich alles hier und in einer Stunde wird hier eine Menge los sein. Wir haben erstmal hier unseren Kaffee genommen. Als ich hier hinfuhr, war das Wetter sehr bedeckt und ich dachte, na, wenn das mal heute hält, typisch deutsch, wenn das mal heute hält. Aber jetzt stehen wir hier, der Himmel reißt auf und die Sonne scheint. Und da sind wir beim Thema, die Wetterreporter. Ich habe ja letzte Woche erzählt, wir laden ein, 1200 Wetterreporter. Viele haben sich schon gemeldet, darüber freuen wir uns sehr. 1, 2, 3 möchte ich heute nennen. Ömer Yurtas, der hat mich angerufen aus Istanbul, am Bosporus, der Grenze zwischen Europa und Asien. Eine wunderschöne Gegend hier. Und er hat mir versprochen, heute hier unten in den Kommentaren ein schönes Bild vom Bosporus, der Grenze zwischen Europa und Asien zu spielen. Sein Kollege Egemen Irres, der lebt in Bangkok. Und auch er hat gesagt, er wird Bilder posten vom Wetter in Bangkok. Egemen Irres, welcome to the weather reporter here. We are happy that you are with us. Und Frank Biranak, der hat sich auch gemeldet heute Morgen. Wir werden heute mal länger telefonieren. Er hat ein Hobby, eine Passion und das ist das Wetter. Und da bin ich natürlich ganz neugierig. Er betreibt das wohl auch sehr wissenschaftlich und da sind wir sehr gespannt. Wer genau wissen will, um was es geht, der scrollt hier ein bisschen runter. Da gibt es einen Beitrag, wo ich mit so roten Crocs im Wasser stehe. Guckt euch den nochmal an. Da sind die Details. Und ansonsten werdet ihr in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten immer mehr erfahren über die Wetterreporter. 1200 werden wir hier einladen in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und werden uns so langsam ranrobben an die Live-Berichterstattung, sodass ihr später auch dann mit mir zusammen live machen könnt. So, einmal das Wetter, dann Essen und Trinken. Ich mache mal einen kurzen Blick hier in so diesen französischen Wagen. Die Älteren unter uns, die kennen den speisenwagen.de. Na, wie geht's? Froh über das Wetter? Prima das Wetter, kein Regen. Besser kann es nicht laufen. Was gibt's heute? Bei uns gibt's heute einen riesen Hotdog. Mit einer wahnsinns leckeren Wurst von Schlösser, die Metzgerei Schlösser, auch an der Oststraße. Die Werbung für die Metzgerei. Viel Erfolg heute bei euch. Wir haben hier ein Riesenthema, das sehen wir uns mal hier an. Kommt mal hier mit, bitte. Wir haben hier einen Ketchup, den kennt jeder. Einfach mal zeigen. Und wir haben ja gestern erläutert, dass wir diesen Ketchup eigentlich nicht mehr brauchen, oder? Denn Donald Trump, der hat ja die großen Strafzölle jetzt ausgerufen. So, gehen wir wieder zurück. MacGyver ist hier unsere Kamerafrau, die Geheimwaffe, kann ich nur sagen. Die geht jetzt rückwärts hier. Kannst du noch ein Stück geben, bis ich wieder hier bin? Also, Donald Trump hat ja die Strafzölle ausgerufen. Überall wird jetzt heftig diskutiert. Wir haben gesagt, Taten müssen jetzt sein. Insofern haben wir gesagt, diesen Ketchup von Heinz, den brauchen wir bald nicht mehr. Denn wir kreieren einen eigenen Ketchup, und zwar den EU-Ketchup, Europäische Union. 28 Mitgliedstaaten. Und wir haben in den letzten Wochen experimentiert. MacGyver, die Kamerafrau, ist auch Hobbyköchin. Und so ist dieses Coca-Cola-Rezept von Ketchup entstanden. Schmeckt super gut, ist verplombt hier und werden wir übernächste Woche nach Brüssel mitnehmen, um die 28 Mitgliederländer und die Stadt Brüssel davon zu überzeugen, dass wir diesen Ketchup gegen Heinz Ketchup setzen. Gestern habe ich ja die Geschichte erzählt, der Urgroßvater von Heinz kommt aus Kaltstadt in der Pfalz, da gibt es sehr gute Weine. Dann habe ich dabei festgestellt, dass der Großvater von Donald Trump auch aus Kaltstadt kommt. Wenn das mal kein Zufall ist. Jedenfalls werden wir natürlich auch nach Kaltstadt fahren. Da gibt es einen wichtigen Termin in diesem Jahr, den Wurstmarkt, so heißt das. Das ist das größte Weinfest der Welt in Bad Dürkheim bei Kaltstadt. Da werden wir natürlich auch hinfahren, von dort berichten, essen, trinken, weinen, immer gut. Und da werden wir auch hoffentlich dann schon unsere ersten Ketchup-Proben haben. Wir haben einen Abfüller schon gefunden. Also es zieht Kreise und wir wollen wirklich, dass aus jedem der 28 Mitgliedsländer der Europäischen Union eine Zutat mit in diesem Rezept drin ist. Wir haben die Grundrezeptur jetzt fertig. Jetzt werden wir die 28 Länder eben anfragen, werden Persönlichkeiten aus den Ländern treffen und jeweils das Beste aus diesem Land haben. Also, wo gibt sowas? Ein Ketchup, der soll auch möglichst gesund sein, wenig Zucker drin haben.
und mit Zutaten aus allen 28 Ländern und für 503 Millionen Menschen. Wir haben jetzt die große Chance, 503 Millionen Menschen zu vereinen mit dem EU-Ketchup. Ketchup wird überall in der Welt gegessen und irgendwann werden wir ihn nach Amerika exportieren. Können wir ja Amazon vernutzen, oder? Müssen wir dann extra Strafzoll dann auch zahlen. Schauen wir mal. Also wir lächeln natürlich immer auch ein bisschen, aber ganz konkret haben wir gesagt, Taten folgen lassen und ja, wir machen jetzt diesen Ketchup. Ja, das mal hier von dieser Stelle. Essen, Trinken, Wetter. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Erholt euch gut und morgen wieder 11:33. Eine Bitte habe ich noch. Wir wachsen ja sehr schnell in dieser Woche, haben wir schon gesehen. Wenn ihr uns mögt, dann liked uns doch hier bei Facebook. Da steht gefällt mir. Kommentiert auch und teilt uns und abonniert uns. Kostet nichts, aber ihr kriegt 11:33 immer ein bisschen Unterhaltung, gute Tipps und kreuz und quer durch die Welt hier mit Salbertus TV. Also, ich freue mich und bis morgen. Tschüss.